Eine Besonderheit beim Regensburger Modell sind unsere Loktauben. Diese Loktauben haben die Eigenschaft, wie der Hund des Schäfers das Schaf auf Anordnung vom Bahngleis holt, so holen diese Loktauben auf Anordnung von uns die Stadttauben aus weiteren Regionen, binden sie, dominieren sie und locken sie letztendlich in unsere Taubenschlaganlage. Auf diesem Gebäude, hier waren zu Beginn des Projekts der sogenannte Sammel- und Horizontalplatz, 140 Tauben. Und von einer Taube, die damit als Alpha-Taube an diesem Gebäude regelmäßig gesessen ist, erzähle ich Ihnen jetzt eine Geschichte. Klutauge. Wir haben ihm den Namen gegeben, weil er ein besonderes Mordant in Züchterkreisen genannt Mordant hat. Er ist agil, er ist ein Alpha-Tier, er ist ein Kolonieführer, er hat so richtig Power. Und Klutauge saß mit unter diesen 140 Tauben und wollte den Fight mit unseren Loktauben aufnehmen, weil auf einmal die Loktauben in seinem Revier vorhanden waren. So hat er es versucht und letztendlich hat er sich zufrieden gegeben, hat sich den Loktauben angegliedert und ist heute ein Bestandtier unseres Taubenschlags und hat zudem seine gesamte Kolonie mit in unsere Taubenanlage gelockt. Und Klutauge darf jetzt wieder in seine Anlage zurückfliegen.